Also, das ist schon ein beeindruckendes Bild von hier oben, Sie alle zu sehen. Und ja, Hubertus Wiethoff aus Kückelheim, der hatte mir schon vorher gesagt, ich soll mich mal warm anziehen. Das habe ich dann auch getan. Mal gucken, wie es dann läuft. Aber ich bin es gewohnt, dass wir hier Deutsch sprechen, dass wir hier Klartext sprechen. So habe ich das erlebt mit vielen Landwirten, von Briel und Alme bis Sundern Ameke, von Arnsberg-Holzen bis Oberhenneborn. Und sie haben immer Klartext gesprochen, hart in der Sache, aber fair im Umgang, nie radikal. So muss das auch sein. Alles andere würde auch ihre Anliegen delegitimieren und das darf nicht sein. Ich bin im Übrigen, viele werden das wissen, von zu Hause aus Familienunternehmer. So wie Sie. Sie wissen, wir haben früher Sensen geschmiedet für Ihre Betriebe. Das waren gute Werkzeuge. Die haben über Jahrhunderte dafür gesorgt, dass Sie Ihre Ernte einfahren konnten. Und dann kam der Strukturwandel. Die deutsche Sensenindustrie ist untergegangen. Subventionen haben wir nicht bekommen. Wir mussten uns was anderes einfallen lassen, aber das geht. Aber eins teilen wir mit Ihnen. Es geht darum, dass der Betrieb irgendwie weitergeht. Dass einer von den Töchtern oder Söhnen den Betrieb fortführen kann. Und darum geht es, darum muss es immer gehen. So, zur Sache. Die Bundesregierung muss 17 Milliarden Euro einsparen für dieses Jahr. Und hat vorgeschlagen, circa 1 Milliarde von den Landwirten zu holen. Das war von Anfang an eine Schnapsidee. Eine einseitige Überbelastung ihres Sektors. Und das hat die FDP-Bundestagsfraktion auch sofort nach den Vorschlägen der Bundesregierung so verlautbart. Unsere stellvertretende Fraktionsvorsitzende Carina Konrad hat das sofort gesagt, das ist zu hart, das machen wir nicht mit. Inzwischen hat die Regierung zugesagt, es bleibt bei der Befreiung von der Kfz-Steuer. Das ist richtig so, das ist gut so und erspart im Übrigen auch zusätzliche Bürokratie. Weiterhin soll laut Vorschlag der Bundesregierung jetzt der Agrardieselbeihilfe schrittweise über 3 Jahre zurückgeführt werden. Dieser Punkt ist strittig. Aber, das mögen Sie vielleicht nicht gerne hören, aber zur Wahrheit gehört auch, dass die Kürzung nur 5% der Beihilfen oder 2-3% ihrer Einkommen ausmacht. Das heißt also, von Existenzbedrohung kann erstmal noch keine Rede sein. Auch sind die Einkommen, Ihre Einkommen im letzten Jahr deutlich gestiegen. Gott sei Dank, das wurde aber auch Zeit. Das ist dick verdient, aber nicht in jedem Betrieb gleich, aber im Durchschnitt schon. Und das ist gut so. Von Existenzbedrohung kann also nicht die Rede sein. So, ich habe wahrgenommen, Sie wollen, dass die Maßnahme komplett zurückgenommen wird. Ich freue mich über jeden Vorschlag einer Gegenfinanzierung. Da bin ich sofort dabei. Aber ja, Gegenvorschläge, Finanzierungsvorschläge sind herzlich willkommen. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt eingehen. Die Spediteure werden den Straßenverkehr lahmlegen. Die Lokführer diese Woche den Bahnverkehr. Die Klimakleber legen so ungefähr alles lahm. Nächste Woche werden wir auch viel Ärger mit den Wohlfahrtsverbänden bekommen, mit den Sozialverbänden, weil wir nämlich beim Bürgergeld kräftig reingehen und diejenigen, die nicht arbeiten wollen, zur Kasse bitten werden. Leute, aber wenn immer nur jede Gruppe für sich fordert und nichts an selbst beitragen kann zur Lösung, dann freut sich am Ende nur einer, der Kriegsverbrecher Putin, dann fliegt uns der Laden um die Ohren. Wir müssen zusammenhalten. Und ja, das gehört auch mit dazu, dass wir hier vernünftig diskutieren. So, bitte zuhören erst. Jetzt aber was zu den Treckern. Das ist ein beeindruckender Fahrzeugpark. Ganz ehrlich, ich bezweifle, dass das überall so gut aussehen würde, wenn Sie nicht so fleißig und gut gearbeitet hätten. Darauf können Sie stolz sein, weil Ihr Fleiß, Ihre Leistung, Ihre Kreativität dafür gesorgt hat, dass Sie so tolle Betriebe haben. Und wenn die Klagen in den letzten Jahren, die ich gehört habe, welche ich richtig verstanden habe, dann war das meistens die Bürokratie. Oft sogar Bürokratie aus Europa. Wir haben dieses Jahr Europawahlen. Wir haben dieses Jahr die Wahl
unsere Kommissionspräsidentin von der CDU, Ursula von der Leyen, wieder zu wählen oder es zu lassen. Was hat eigentlich Frau von der Leyen dazu beigetragen, dass Bürokratie abgebaut wird? Dieses Jahr sollten wir sagen, weniger von der Leyen, mehr von der Freiheit. Mehr Freiheitsvertrauen statt mehr Bürokratie. Das ist das Gebot der Stunde. Und ich sage Ihnen auch warum. Sonst werden nämlich Ihre Söhne und Ihre Töchter ihren Betrieb nicht fortführen wollen. Die wollen nicht am Subventionstropf hängen. Die wollen auch nicht das ganze Wochenende am Schreibtisch sitzen und Protokolle führen. Dafür sind sie auch mindestens schlau am Ende des Tages. Sie wollen Qualität und Leistung überzeugen und faire Preise am Markt erzielen. Darum geht es. Deshalb wollen wir jetzt gemeinsam diskutieren, wo sind die Lösungen? Muss das Förderprogramm für den zielgerechten Stallumbau wirklich sein? Hat das jetzt oberste Priorität? Welche bürokratischen Regulierungen können wir verzichten? Jetzt, auf welche Sachen können wir verzichten? Wo können wir zurückbauen? Die Freien Demokraten sind da für jeden Vorschlag offen. Die Solidarität in der Gesellschaft für Ihre Proteste ist sehr, sehr groß. Nicht nur, weil Sie am Anfang der Wertschöpfungskette für unsere Milch, unsere Butter und unser Brot stehen, sondern auch, weil Sie unsere Feuerwehr unterstützen, unser Schützenwesen und unser Dorfleben lebenswert erhalten. Dirk Wiese und ich wissen darum, dass Sie eine tragende Säule der Gesellschaft sind. Deshalb können Sie sich auf unsere Unterstützung in den anstehenden Verhandlungen im Bundestag verlassen. Lassen Sie uns gemeinsam nach Lösungen suchen. Dann finden wir auch den richtigen Weg. Ja, vielen Dank, Herr Kronberg. Ich leite jetzt direkt durch an Herrn Kaiser, Landtagsabgeordneten der Grünen. Der möchte auch noch ein paar Worte sagen.